Und das waren die Top 20 mit Julia Schleicher. Und jetzt weiter in unserem Magazin Chaos im Herzen. Thema heute, was passiert da in mir? Schwule und Lesben berichten von ihrem Coming Out. Hier ist auch schon unser nächster Anrufer. Hi, ich bin Tom. Ich bin 20. Hallo Tom. Wie hast du gemerkt, dass du auf Männer stehst? Das war so vor 2 Jahren, mit 18. Eigentlich ziemlich spät, glaube ich. Was ist da genau passiert? Ich habe einen Typen kennengelernt. Er war schon was älter und bei ihm war alles klar. Bei mir, also ich hatte bis dahin auch Freundinnen, aber dann... Du hast dich verliebt? Im Gegenteil, ich habe mich dagegen gewehrt und deshalb, ich wusste plötzlich überhaupt nichts mehr. Hi! Das geht ja vielen anfangs so. Hast du trotzdem dein Coming-out gewagt? Da noch nicht, aber dann. Das blöde Psychogelaber hier. Lass mal laufen. Wir will uns was sagen? Was? Du willst aussehen? Ja. Sophia braucht einfach mehr Platz, wenn sie bei mir ist. Tja, schade. Also, bis dann. Ciao. Auch das noch Mitbewohnersuche. Nicht, wenn wir auch ausziehen. Und was ist denn mit Olli? Ach, mit dem gibt's doch eh nur Stress. Komm, wir haben doch schon darüber gesprochen. Lass uns was zu zweit suchen. Ist dir das zu spießig? Nein. Dann läuft es bestimmt auch mit uns wieder besser. Hm? Oh, guck mal, du hast eine Mail. Das hat noch Zeit. Hey, das ist von Rocco. Rocco Elektro aus Goa. Nee, was schreibt er denn? Ups, er ist sauer. Ich habe fest mit dir gerechnet. Seit wann bist du so verschnarcht? Naja, du heulst hier rum, dass du keine Arbeit hast. Dabei könntest du da auflegen und tagsüber noch chillen. Das ist doch super. Das wäre auch geil. Gerade jetzt. 30 Grad im Schatten. Direkt am Meer. Kleine Hütte. Jeden Abend Party. Ja, ist besser als grau in grau und nichts zu tun. Ja, aber ohne dich ist es in Goa auch nicht so spannend. Wie wär's denn, wenn ich mitkomme? Zusammenziehen ist nicht, aber du wirst mit mir nach Goa? Was, erstens stimmt das nicht und zweitens sei doch froh. Am besten fangen wir gleich an zu packen. Und was, wenn es nicht gut läuft mit uns? Also nur für diesen Notfall, der eh nicht eintritt. Es gibt auch Rückflüge von Goa. Und was ist mit deinem Bruder? Lässt ihn alleine? Ausgerechnet jetzt? Der kommt schon alleine, klar. Und deine Aufnahmeprüfung? Coco, ich kann auch noch später Sport studieren. Und außerdem ist das ja eh auf Ollis Mist gewachsen. Na dann, Namaste. Ja, mach Tee. Das ist Hindi und heißt Hallo. Wir verpissen uns nach Goa. Für 6 Monate. Cool, oder? Goa. Ja, Coco hat da einen Job. Schön. Und du gehst mit? Einfach so? Also, was sagst du dazu? Ja, ich bleib hier, ne? Ich meine, ist das okay für dich? Christian, du bist doch volljährig, dachte ich. Was Christian eigentlich wissen will, ist, ob es für dich wirklich in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung hier. Miriam hat den Laden im Griff. Ja, kein Problem. Kleine Verwechslung. Sie hat ihn fast fest im Griff. Und was mit Sarah? Sarah und mir kannst du nicht helfen. Das müssen wir selber klarkriegen. Siehst du? Mensch, Goa ist cool. Mal rauskommen hier. Eben. Wie vielen Monat hast du denn? Also was ist nun? Kommst du mit oder nicht? Für wen brauche ich neue Klamotten? Für dich. Ich könnte in einem Müllsack durch die Gegend laufen und keine Sau wird's merken. Mann, zum 100. Mal. Vergiss Christian. Zum 100. Mal? Das kann ich nicht. Es ist doch ganz gut, wenn der Kerl endlich weg ist. Klar, es gibt nichts Geileres als Liebeskummer, ja? Dann kannst du ihn endlich vergessen. Oh Mann, Olivia, du warst noch nie richtig verknallt, oder was? Du laberst so eine Scheiße. Das ist die Stimme der Vernunft, Schatz.
kannst du dir sonst wohin schmieren? Mann, der soll hierbleiben. Verdammt, was mache ich denn sonst? Hast du Angst, dass wir dich hier alleine lassen? Ich habe alles klar gemacht. Du kannst mitkommen. Hier ein bisschen Lektüre. Du hast bis Mittwoch Zeit. Vorher ging kein Flieger. Und was die Impfungen betrifft, morgen früh haben wir einen Termin. Du hast doch Zeit, oder? Auf jeden Fall müssen wir noch zum Supermarkt. Da habe ich... Coco, stopp! Was ist los? Ich habe noch mal nachgedacht. Tja, und? Ich komme nicht mit. Ich komme bei dir nicht mehr klar. Du hast doch selbst den Vorschlag gemacht. Ja. Aber es geht nicht. Ja, aber warum nicht? Weil ich meinen Bruder nicht im Stich lassen kann, deshalb. Christian, wenn du schon sowas abziehst, dann sei wenigstens ehrlich zu mir. Okay. Ich... Ja? Ich kann's dir nicht sagen. Sag mal, macht dir das Spaß? Weißt du eigentlich, wie verarscht ich mir vorkomme? Bin ich dir völlig egal? Nein. Dann sag mir verdammt nochmal, was los ist! Ja, merkst du es denn nicht selber? Mann, zwischen uns läuft es einfach nicht mehr. Ich mach Schluss.